Hallo Leute, hier Hubei mal wieder da. Heute will ich euch mal zeigen, wie man bei einem Ebbe- und Fluttisch die Ablaufsysteme und die Siebe dazu richtig montiert. Ein bisschen Werkzeug ist immer hilfreich. Was wir noch bräuchten, wäre eine Schere und vielleicht eine große Rohrzange. Der Ebbe- und Fluttisch hat für den Ablauf hier schon eine Vertiefung eingebaut. Ne? Diese Löcher zeigen uns genau, wo wir bohren sollen. Auf dem Schutzsieb finden wir auch wieder, wo die Löcher sind, drei runde Platten, die man rausdrücken kann oder schneiden oder knipsen. So, das machen wir mal als erstes, aber nur die, die wir brauchen. Wir brauchen jetzt in dem Fall nur rechts und links. Jetzt brauchen wir nur die Löcher reinzubohren. Wir haben einen Schälbohrer, weil der sich in das Kunststoff langsam hineinbohrt. Man kann auch normale Bohrer nehmen, muss aber sehr vorsichtig sein, weil die reißen meistens. Dann will ich mal anfangen zu bohren. Wir haben auch gelacht, weil wir das nicht hinkriegen. Passt! Ist zwar ein kleinen Tick zu hoch geworden, aber wir haben ja die Gummidichtung, die wir von unten gegenschrauben, die das dann auch wieder dichtet und ausgleicht. Hier stecke ich schon mal von oben einfach den Stutzen rein. Bitte. So, jetzt kannst du von unten füllen. So, unten schon sehen wir das Gewinde. So, jetzt wollen wir noch das zweite Loch bohren für den Überlaufstutzen. Wollen wir mal schauen, ob das Gebastel alles was gebracht hat. Von oben das Teil rein und verschrauben. Festhalten, damit wir den nämlich fest dran drehen können. Schließlich soll ja auch kein Wasser durchlaufen. So, das hätten wir. Das hier ist der Überlaufstutzen. Ne? Der wird hier oben reingesteckt. Erstmal wollen wir mal gucken, ob das auch alles passt. Also. Ja. Das sieht gut aus. So, ein bisschen justieren. Super drin. Aber was fällt uns auf? Der Überlaufstutzen ist so lang. Denn der sorgt dafür, dass das Wasser nicht über den Rand tritt, sondern vorher abläuft. Ich würde sagen, dass wir ihn in etwa auf der Höhe hier kürzen. Eine kleine Markierung machen, ne? So wird alles nass, was nass werden soll, aber es tritt nicht das Wasser über den Rand. So. Das ist unser Stück. Dann wollen wir schauen, ob es auch passt. Das sieht doch gut aus, oder? Jetzt will ich euch eben noch mal kurz zeigen, wie man einen Ablaufschlauch unten ranbringt. Ich habe hier einmal ein Schlauchanschlussstück mit Außengewinde. Das passt nämlich auf diese Seite rein. Das hat ein 3/4 Zoll Gewinde. Und hier habe ich ein Schlauchanschlussstück, auch wieder 3/4 Zoll Gewinde, aber diesmal Innengewinde, damit wir das auf das Außengewinde schrauben können. Übrigens hier sieht man,
den roten Hahnanschluss. Hier kann man den Wasserablauf verhindern. Ne? Das funktioniert nämlich manuell auch oftmals so, dass hier Wasser hochgepumpt wird. Ne? Und dann kann man das natürlich, wenn man das bis zum Rand so weit voll hat, wie man möchte, einfach schließen. Ne? Und nachdem alles schön durchgeweicht ist, öffnet man das, damit es wieder abläuft. Jetzt wollen wir aber erstmal die Schläuche anschließen. Dafür müssen diese Kappen hier so, und gehen auf diesen Schlauch hier. So weit sollte der rüber, dass er hier über den Huckel gedrückt wird. Wenn es noch mehr Probleme macht, kann man den Schlauch ein wenig warm machen mit Feuerzeug. Das geht auch, aber das müsste jetzt soweit halten. So, haben wir den soweit vormontiert. Eigentlich ist er jetzt gebrauchsfertig. Ne? Man kann die Oberfläche jetzt auslegen. Das macht man in der Regel, damit die Wurzeln, die durchwachsen durch das Medium, nicht einfach auf das trockene Plastik aufbleiben und dann dort antrocknen. Ne? Dafür kann man dann entweder Perlite nehmen und das mit Perlite ausstreuen und die immer feucht halten. Da können dann die Wurzeln wunderbar sich reinwachsen und ohne zu verletzen bleiben die immer feucht und gesund. Oder aber man benutzt Gärtnervlies. Es ist ein Pilzvlies. Von unten hat das eine gleich dünne Kunststoffbeschichtung. Ne? Und von der anderen Seite ist das Stoff. Ne? Das kann man dann zuschneiden für die Größe des Apple-Fluttischs und legt das einfach nur drinnen aus. Ne? Mit der Plastikseite nach unten. Ne? Das hier ist Nadelfolie. Die Nadelfolie wird über das Gärtnervlies rübergelegt. Ne? Das verhindert nämlich Algenbildung. So, und sorgt dafür, dass alles schön feucht bleibt. Ne? Ja, auch so wachsen dann die Wurzeln nicht auf das trockene Plastik. Das Gärtnervlies ist immer gut nass und das Nadelvlies obendrauf. Das war's dann schon. Man kann natürlich auch Blähton nehmen, Tongranulat. Ist aber meistens sehr dickflüssig und nimmt dann viel Fläche weg. So, ich habe das mal hier zusammen montiert, um euch darzustellen, wie das die Funktionsweise ist. Also, hier seht ihr die Wassertonne. Jetzt mal ohne Wasser, aber die Pumpe. Der Pumpenanschluss kommt an den Ablauf mit den Hahnen dran. Ja. Zum Fluten schalten wir einfach nur manuell die Pumpe an und lassen den Ebbenfluttisch so lange volllaufen, bis das Wasser an den Überschlusslaufen angelangt ist. Das soll ja nicht über die Ränder fließen. Dann schließen wir das Ventil und lassen das ein paar Minuten stehen, sodass sie schön einweichen können. Ja? So, wenn wir fertig sind, öffnen wir das Ventil wieder und das Wasser läuft durch die Pumpe wieder zurück in den Wasserbottich. So benutzt man einen Ebbenfluttisch. So, hier mal ein Beispiel, wie das bestückt aussehen kann. Ne? Je nachdem, was für kleine Würfel man bevorzugt, ne, kann man dann entweder die quadratischen nehmen oder die auf den Trays oder aber auch welche mit Steinwoll-Perlite-Gemisch. Ne? Die großen Würfel zur Nachzucht sehen wir im Hintergrund. Die kann man natürlich auch eine Zeit lang drauf stehen lassen. Eine ganze Pflanzenzucht sollte man in der Form nicht da drauf machen. Ne? So wie wir das jetzt zusammengebaut haben, ist das ideal zum Fluten und dass es wieder abläuft. Natürlich kann man auch Töpfe oder Kokosmatten, so wie hier auf dem Bild zu sehen, auch direkt rauflegen. In dem Fall muss aber eine Bewässerungsanlage mit Tropfern draufgebaut werden und die Pumpe wird an die Bewässerungsanlage angeschlossen, so dass sie
Abläufe auch nur noch als Abläufe funktionieren und dieser Ebb- und Fluttisch halt nur noch als Pflanzenschale dient und als guten Ablauf, aber nicht geflutet wird. So, das war's dann wieder für heute. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie es geht. So schwer war es doch gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und wenn ihr wissen wollt, was bei uns immer los ist und abgeht, macht einfach ein Abo. Abo auf YouTube, Abo auf Facebook oder verfolgt uns einfach auf Twitter.